ein Dreivierteljahr Geburtstag hast, habe ich gedacht, ich erledige das jetzt schon. Ich vergesse es sowieso immer rechtzeitig. Ich habe dir hier diesen schönen Negerkuss mitgebracht, den darfst du die ganze Sendung über... Kannst du es halten bis nachher? Das überlebt er nicht. Also meine Damen und Herren, Sie fragen natürlich, was ist das für eine Sendung? Vielleicht haben Sie das noch nie gesehen, Zimmerfrei. Wir sind jetzt schon über 9 Jahre auf dem Sender, aber natürlich, es gibt hin und wieder Existenzen, die keine Ahnung haben, dass bei uns prominente Zeitgenossen eine Heimstatt suchen. Und wir geben ihnen die Chance dazu, indem sie sich bewähren bei allerlei Spielen und Schabernack. Und sie beschließen am Ende der Sendung, mit Hilfe von roten oder grünen Karten, ob diese Person bei uns einziehen soll. Und Sie zu Hause können natürlich unter www.zimmerfrei.de auch mitstimmen. Das macht total Spaß, hat aber mit dem Verlauf dieser Sendung überhaupt nichts zu tun. Heute erwarten wir einen ganz besonderen Gast, wie immer. Wer ist unser Gast heute, Christina? Und was er heute Abend macht, ist auch typisch. Er ist, und ich muss was sagen, das nur für die, die Zimmerfrei noch nicht kennen. Unser Gast heute Abend ist eine Frau, sie ist eine Schauspielerin, sehr bekannte Schauspielerin. Und das Talent zum Schauspieler ist ihr in die Wiege gelegt. Generationen ihrer Familie sind im Showgeschäft tätig gewesen. Eigentlich brauche ich auch gar nichts mehr zu sagen. Freuen Sie sich auf den Gast, der heute Abend kommt. Sie kennen sie ganz bestimmt vom Bullen von Tölz. Da ist sie nämlich die große Kommissarin neben dem kleinen Otti Fischer. Und jahrelang haben wir um sie geworben. Heute ist sie da. Zu Gast bei Zimmerfrei, Katharina Jakob. Ich bin der Mann, der von Katharina Jakob geküsst wurde, meine Damen und Herren. Aber nur wegen dem Negerkuss. Natürlich. Bitte schön. Ist jetzt schon lustig, oder? Da brauche ich aber Tequila dazu. Und da ist er schon. Wir haben heute Morgen telefoniert und dann hat sie versucht, aus mir rauszukriegen, was es heute Abend zu essen gibt. Und dann hat gesagt, gibt es denn Tütensuppen, weil das kann sie auch kochen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und da sind sie aber nicht drauf gekommen, nein, oder? Überhaupt nicht. Eröffnen wir schon das mit dem ist, Zeug? Das ist eigentlich ziemlich fies, weil normalerweise sammle ich die selber. Wen? Ja, die da. Diese Viecher hier. Am Starnberger See? Nein. Da, wo ich sonst meinen Sommer immer verbringe, und da liegen sie eigentlich am Strand. Und dann sammeln wir die immer und ich kann sie roh nicht essen, da finde ich sie widerlich. Und dann aber so gegrillt mit Käse und dann aber viel Tequila und dann kriege ich sie auch runter. Muss der drüber oder rein? Nein, drüber. Das ist dann so... Ich finde das ziemlich pervers. Was? Ja? Das habe ich noch nie gesehen. Kann ich auch nur den Käse essen. Also ich muss ehrlich sagen, Austern überbacken ist schon komisch, aber dann auch noch... Doch. Sonst geht's nicht. Ehrlich? Ja, sonst brauche ich einen Kotzkübel. Na gut, dann. Aber einfach nicht dran denken und schlucken. Die sehen auch so roh aus. Die sind auch die roh. Die anderen sehen anders aus, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, man muss nur die wollen. Sehen aber frisch, ja? Na, wir müssen sie rausstellen. Ja, nicht, dass ich hier mit einer Gelbsucht rausmarschiere. Nein, nur mit dem Eiweißschock. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind, also ich meine, das ist fantastisch zubereitet, aber man schmeckt doch bei Austern den Käse deutlich vor. Möchten Sie vielleicht ein Stück Lachs oder ein bisschen Cheddar Cheese? Tequila ist okay. Sie können es in. Wollen Sie in die Serviette tun? Nein, es geht. Wenn Sie vielleicht flutschen ja von alleine, ich habe nur den Käse im Mund. Gibt es mal was zu trinken, damit wir es runterspülen? Ist das unten drunter auch essbar? Wasser oder Wein? Das sind die leckersten Sachen drin. Was ist da drin? Das ist das Gesunde. Junge, ist das Grüne auch mit dieses früher immer. Ein bisschen Vino oder ein bisschen Wasser? Beides. Alles klar. Oh, der Tequila kommt aber gut, oder? Der Tequila kommt gut. Ja, nicht schlecht. Besoffen. In welchem Mischverhältnis soll das Getränk zubereitet werden? So viel Wein? Ja. Danke. Das erinnert mich an ein Rezept, das mir früher mein alter Barkeeper in Kanada zugeflüstert hat. So viel Wein? Ich war total müde vom Austern sammeln. Kam in seine Bar und er sagte, ich empfehle dir ein Getränk mit dem Namen Rasputins Rache. Da ich gesagt, das klingt aber vielversprechend. Ja, sagte er, ein ganzes Glas bis zum Rand voll Wodka und dann höchstens noch eine Olive dazu. Da kann man sich am Anfang der Sendung ein bisschen mehr lachen, weil sonst ist er fertig mit dem Namen. Dass man sich das traut. Ich habe versucht zu sagen, ein bisschen mehr über sie zu sagen, ist mir aber nicht gelungen, weil er diesen Mohrenkopf im Mund hatte und... Aber das stimmt schon, das Showgeschäft, also ihre Mutter ist Ellen Schwiers, das sieht man deutlich. Ihre Cousine war Stripperin. Ja, aber die Cousine meiner Mutter, also noch weiter zurück, also meine Großcousine oder sowas ähnliches. Easy.
Easy hieß die. Easy. Mhm. Ich kenne das aber auch nur aus Erzählungen. Sie hatte eine Show im Lido, aber sie zog sich nicht aus, sondern an. Also sie kam nackt auf die Bühne und zog sich dann an. Schön. Ja, total spannend. Das muss toll gewesen sein, weil man wahrscheinlich heilfroh war, dass sie sich was angezogen hat. Na, ich weiß nicht. Aber sie wurde von ihrem italienischen Lover auf der römischen Treppe erstochen. Boah, super, sagt man, oder? Ja. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ja. Haben Sie die als Kind gehört? Ist die ja so erzählt worden? Ja, so als Warnung vor den Männern. Hat aber nichts geholfen, oder? Ich lebe noch, nee. Die trauen sich nicht. Sie haben auch immer alles an, oder? Also. Ja, die Frage ist halt vorher oder hinterher, ne? Ja, vorher wäre ja mal interessant, nichts anzuhaben und mal gucken, ob einer bleibt. Ja. Ja. Ihr das Völker der Welt hört auf diese Frau. Ich habe jetzt an mich gedacht, nicht an Sie. Ach so. Gela von Waltershausen hat mir mal gesagt, bei deiner Figur das Letzte, was du ausziehen darfst, sind die hohen Pumps. Wissen Sie was, Frau Jakob, die würde ich einfach anbehalten. Ja. Das tut schon manchmal weh. Und schon so in bestimmten. Ja, okay, wir lassen das jetzt. Worüber reden wir eigentlich hier? Aber es ist schon erstaunlich, was Pumps so aus einer Frau machen. Ja, lange Beine. Und aus dem Mann erst. Unglaublich, oder? Ja. Ah, aber reden wir nicht von Rudolf Mooshammer. Was ist... Ihre Mutter ist eine sehr bekannte Schauspielerin. Mhm. Und weil sie schon bekannt war, als sie zur Welt kam, also die kleine Katharina, hat ihr Vater den Haushalt geschmissen und die Kindererziehung. Wie war das? Mhm. Spannend. Mhm. Er konnte zwei Gerichte, Fleischpflanzerl und Pfannkuchen. Und? Die gab es abwechselnd. Also Fleischpflanzerl, das ist für die Leute in unserem Sendegebiet, das sind Buletten und Frikadellen. Das weiß jeder. Das glaube ich nicht. Ach, natürlich. Buletten und Frikadellen. Genau. Das prägt aber fürs Leben. Deswegen esse ich auch Tütchensuppen. Sie haben nie mehr Frikadellen gegessen, seitdem doch, Sie aus doch, ich esse die gerne. So nachts um zwei, wenn man so völlig schon anfängt, einen richtigen Schwips zu kriegen in der Kneipe und dann stehen die manchmal so rum an der Theke, dann kann das, was mache ich jetzt, was esse ich denn lieber? Ich trinke das. Hm? Einfach mal in die Schale beißen. Das ist überhaupt eine gute Idee, ich trinke das auch. Ich mache vorher dann noch ein bisschen Tequila rein. So mache ich das. Bisschen Käse noch und schon. Ja, das ist nicht, schlecht. Nee. Aber das Risotto ist gut. Ja, sehr lecker. Ja, ne? Sehr lecker. Sie sind eine sehr begabte Schauspielerin. Vielleicht wäre das alles ohne Lee Strasberg überhaupt nicht so. Sie sind eine von etwa 7000 deutschen Schauspielern, die auf dieser Schule waren. Aber Sie waren es wenigstens, oder? Ja, ich war es, aber er wollte mich nicht. Er wollte mich schon, aber er hat gesagt, es ist zu früh. Ich soll in 20 Jahren nochmal wiederkommen, wenn ich wieder unbegabt werde. Wie alt war Lee Strasberg zu der Zeit? Nee, uralt. Wie alt waren Sie? Ich war 18. Ah, ja. Er war 82. So ungefähr, ja. Mhm. Und dann hat er immer gesagt, also er spricht normalerweise nie mehr Deutsch. Mit mir hat er aber Deutsch gesprochen. Und dann hat er mich immer so vorgeführt, ja. Also sagt er immer, Primärgefühl, ja. Also denk an deinen toten Wellensittich und fang an zu heulen. Man muss sich wehtun. Und dann habe ich das immer brav gemacht und hat immer allen gesagt, so muss das aussehen. Ja, haben Sie dann geweint beim Wellensittich? Hm. Können Sie es noch? Ja, jetzt? Könnte ich. Ja? Oh, aber dann muss ich ihn anschauen, dann geht's besser. Ja. Sehr schön. So, wir wollen das mal ausprobieren. Wir wollen uns jetzt mal strasbergisieren. Und zwar gibt es eine ganz berühmte Methode und die heißt Stuhlentspannung. Ja, nicht was Sie glauben, meine Damen und Herren. Kennen Sie die nicht? Es gibt ein Buch, haben wir das Buch, wo das drin steht? Keine Ahnung. Natürlich so nicht. So Being by Doing und Doing by Being. Nein, oder sowas. Also hier ist das Buch jedenfalls nicht. Also, oh Gott, jetzt muss es einer von uns nachmachen. Also völlig entspannt auf dem Stuhl sitzen. Das Buch nicht. Ja. Und so. Ich glaube, das ist schon im Altpapier. So, wir machen jetzt gedacht, vorne. Sie können das. Oh, wir tun jetzt so, als wären wir auf dieser Schule. Wo muss ich hin? Hier auf dem Stuhl. Da. Nee, in die Mitte. In die Mitte. Und total entspannen und dabei Geräusche machen, weil man so entspannt ist. Sie können gerne mitmachen, meine Damen und Herren. Vielleicht können wir uns gegenseitig anspornen beim Entspannen. Wie der Mops meiner Tochter. Was macht der für Geräusche?
Oh, das klingt schon sehr vielversprechend. Aber so, wie wenn man so entspannt ist, als ob man so entspannt. Da muss ich aber aufs Klo. Ja, nee, eben, darum heißt es ja auch Stuhlentspannung. Aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einfach mal locker sein. Aber wieso kennen Sie das nicht? Man darf mit dem Gesäß den Kontakt zum Stuhl nicht verlieren. Das steht in Lee Strasbergs Buch, neben allerlei anderem Unfug. Wir müssen jetzt einfach mal... Ich war ja nicht so lange da. Ja, gut, dass wir da sind. Länger. Ich glaube, den habe ich geschwänzt, diesen. Ja. Ja. Entspannen sich mal und machen Geräusch dazu. Sie dürfen, wie gesagt, gerne mitmachen, meine Herren. Wir müssen... Sie ist doch Schauspielerin, Frau Jakob. Es geht doch nicht von meinem Privatleben her. Nein, also ich versuche jetzt mal den Gesang der Buckelwale zu imitieren. Total gestrasbergt. Kam gut, echt. Ja. Sie können auch nach vorne, wenn Sie wollen. Also so. Dann hängt aber alles. Ja, das massiv. Aber wenn Sie ein Geräusch dazu machen, denken Sie davon ab. Sie ist mein BH. Ich denke, Sie haben keinen. Sie haben doch gesagt, mit 46 brauchen Sie doch keinen BH. Ja, nur tageszeitbedingt. Ah ja. Also ich trage seit ich 46 jedenfalls keinen mehr. Wir wollen uns jetzt mal... Das ist schon eher Stuhlentspannung. Ja, ich versuche. Sieht eher aus wie der Denker. So einfach... Machen Sie keine Geräusche, wenn Sie entspannt sind? Also eigentlich... Normalerweise nein. Nicht, ja. So die Geräusche mache ich immer... Wenn man... Okay. Ziemlich... Ich glaube, Strasberg... Ich glaube, der hat ein Rad ab, der Strasberg. Der dient merkwürdigen Schauspielern oft zur Rechtfertigung ihres eigenwilligen Kunstansatzes. Ja, genau. Das ist dieses Primärgefühl. Ist völliger Blödsinn. Ja. Primärgefühl ist, ich bin ein Apfel oder was? Nein, Primärgefühl ist, wenn man heult, muss man sich wehtun und dann soll man eben auch an seinen toten Kanarienvogel denken. Ah ja. Darf ich das stehen lassen oder muss ich aufessen? Wie war das früher zu Hause? Da musste ich immer alles aufessen, deswegen sehe ich ja heute so aus. Sehen Sie? Ich finde es lecker. Obwohl man schmeckt von den Austern nichts, weil dieser störende Käse drin ist. Kann ich den Tequila auch so kriegen? Ja, natürlich. Nicht so viel. Nein. Brauchen Sie ein bisschen Zitrone dazu? Und nein, danke. Halt. Halt. So. Erstmal. Kann ich auch ein kleines? Ja, ein Gläschen für den Onkel. Genau, und während wir jetzt trinken, Prost, Frau Jakob. Schön, dass Sie hier sind. Gucken wir uns an, wo Katharina Jakob wohnt. Sie wohnt nämlich da, wo man das Meckstock sie besucht hat. Heilandsack war das ein Satz, aber nicht schlecht. Du musst sagen, man merkt, dass du eine lange journalistische Praxis ja, hinter dir. Ne? Und ich habe noch keinen Tequila getrunken. Was meinst du, was noch kommt? Ich freue mich jetzt schon. Prost, muss ich mal da festhalten. Prost. Ja, Kuckuck, hiermit begrüße ich euch ganz herzlich vom Starnberger See, an dem Katharina Jakob wohnt. Mein Großvater würde diese taffe, geradlinige Person ja ohne Schwierigkeiten als Flintenweib bezeichnen. Dem möchte ich mich aber nicht anschließen, sondern festhalten, es handelt sich um eine herzliche und großzügige Gastgeberin, die gerne einmal Besuch in ihrer Bärenhöhle begrüßt. Auch wenn nicht jeder es bis hinein schafft. Einige haben es aber tatsächlich bis ins Haus geschafft und das merkt man an der Küche. Diese erinnert sehr an eine WG der 70er Jahre, vor allen Dingen was die Vielfalt der Lebensmittel betrifft. Wenn ihr bitte einmal schauen wollt, allein 5 Flaschen Balsamico stehen hier, aber kein einziges Pfund Jakobsdröhnung. Wenn Katharina kocht, ist es ihr ganz wichtig, das Essen selbst zu erlegen. Diesen Bananen hier zum Beispiel läuft sie schon seit sage und schreibe mehreren Monaten hinterher erfolglos. Sie ist aber ansonsten den lukullischen Genüssen sehr zugeneigt, bis auf den Wein. Also den trinkt sie ausschließlich, um Korken zu ernten, weil diese braucht sie für Hunger.
Katharina selbst beschreibt sich als zickig, launisch, als auch hysterisch. Betritt man aber ihren Wohnbereich, ach, da schlägt einem die Wärme und die Freundlichkeit nur so entgegen und auch so ein bisschen das Gefühl, man befände sich gerade im Stadthistorischen Museum von Starnberg. Geradezu spielerisch wird einem jedem deutlich, sie hasst Unbeweglichkeit. Die allergrößte Freude kann man ihr bereiten mit diesen zauberhaften Objekten, die sie weder braucht noch schön findet. Also meine lieben Schenkerinnen und Schenker, wenn Sie Ihr ungewolltes Präsent vielleicht hier in diesem Regal verzweifelt suchen, werfen wir doch mal einen Blick in diesen barocken Bauernschrank. Ich bin mir sicher, in diesem ganzen Geschrömmels befindet sich auch Ihr Mitbringsel. Tiere, Tiere, Tiere. Ihre große Leidenschaft gilt diesen Lebewesen. Man allein dadurch bedingt, dass sie an die Seelenwanderung glaubt und dass sie ein wiedergeborenes Viech ist. Ach, das merkt man doch ganz deutlich. Nicht umsonst wird sie von ihren Kolleginnen Labette genannt. Außerdem hat sie in ihrem Leben viele Frösche küssen müssen. Und was dabei rausgekommen ist, immer wieder Wolpertinger. Nach einem tierischen Tag findet sie ihre höchste Form der Entspannung, indem sie ihren Gazellenkörper hier auf dieser Halbdaune bettet und dann noch ein bisschen am Döschen spielt. Also das Döschen ist von meiner Mutter. Das ist auch wirklich was ganz Süßes. Die Bananen sind nicht meine. Ich esse keine Bananen. Die gehören meinem Lebensgefährten. Der isst die so. Der war aber lange nicht mehr da, oder? Nein. Der isst die so. Ehrlich? Ja, die für sein Müsli morgens. Und Sie leben trotzdem mit dem zusammen? Es ist ja nicht alles so verrottet. Aber so... Ich rühre die Dinger nicht an. Mhm. Also ich kann das nicht. Sie müssen so, ich mag am liebsten, wenn ich überhaupt Bananen esse, so diese kleinen gelben, mhm. Die so richtig süß sind. So. Mhm. Aber das ist wirklich eklig. Ja, das kann man so sagen. Ja. Was ist mit dem ganzen Krimskrams? Vielleicht warst du ja ein bisschen Junge kriegen. Ja, Sex im Alter kann man dann auch sagen. Ne? Ja, allerdings. Nein, aber nein, also der ganze Krimskrams, ja. Mhm. Ja. Ja, ist einfach da, oder? Da. Ja. Irgendwohin, wo die Sonne nicht hinscheint. Und ja, der hat ja Gott sei Dank die untere Schublade nicht aufgemacht, nur die obere. Gucken Sie ab und zu mal da rein? Oder nee. Hat sich's jetzt überrascht? Ja, ich weiß schon ungefähr, was drin ist. Ungefähr, mhm. Ja. Aber nicht immer. Also ich, wenn ich wirklich mal was suche und mache so meine verschiedenen Schränke auf, und dann finde ich manchmal Sachen, wo ich sage, wow! Da bist du. Wow, da bist du! Ist ja toll! Ja, und dann stopfe ich es wieder rein. Haben Sie Angst vor Umzügen? Entsetzlich. Hm. Ich habe 5 Umzüge hinter mir und das war jedes Mal ein Drama. Und das wissen meine Freunde schon, wenn ich umziehe, dann stehen die schon mit Lastern hinten, weil ich dann immer sage, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht und das könnt ihr mitnehmen und das könnt ihr haben und das will ich auch nicht und so. Und dann geht's. Dann habe ich eigentlich nur einen VW-Bus voll. Aber Sie kriegen die Wohnung leicht sofort wieder rappeldicke voll. Ja. Das sind die Leute, die ein Talent haben, in ein aufgeräumtes Hotelzimmer zu gehen, ihre Aktentasche abzustellen und binnen Sekunden haben sie ein komplettes Chaos hergestellt. Möchtest du mal mit mir aufs Zimmer gehen? Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ja, doch, ich dekoriere manchmal auch um. Also wenn ich so 5 Tage in dem Hotelzimmer bin, dann wird alles umdekoriert. Ja? Ja. Also. Jetzt werden wir aktiv zur Dekoration der Sendung beitragen. Ich meine, wir drei tun es sowieso und das weibliche Konvolut anwesender Personen in erheblichem Maße mehr noch als ich. Dennoch ist es Zeit, unsere erste Aktion wahr werden zu lassen, denn sie hat mit uns zu tun, mit unserem Spiel, das wir mit den Körpern treiben und mit den geistigen Anstrengungen, die wir mit Zetteln verbinden, die aus diesem Original Aborigines-Topf aus British Columbia rausgezogen werden. Denn es geht um Folgendes. Wir spielen eine Fernsehspielscharade. Fernsehserien-Scharade. Wir ziehen jetzt hier den Namen einer Fernsehserie und gehen hinter diese Schattenwand und stellen sie pantomimisch dar.
Und wir anderen müssen erraten, um welche Serie es sich handelt. Natürlich kann man, wenn ich, machen wir das so, dass wir vorher die Kamera zeigen, wie das Ding heißt. Ja, Sie gehen dahinter, da steht eine Kamera, der zeigen Sie das und dann geht's los. Also, aufmachen, also zeigen, genau. Und jetzt kommt der Hammer. Wem zeigen? Der totale Bringer der Kamera. Der totale Bringer ist, wir dürfen Requisiten benutzen. Ehrlich? Ja, ja. Soll ich einen Anfang machen, Christine? Ja. Ich fange an. Also dahinter steht eine Kamera, der zeigen Sie den Zettel und dann spielen Sie gegen die Wand. Das ist schön. Aber er darf ja zuerst. Und wir müssen jetzt auch mitraten. Ja, klar müssen wir jetzt raten. Ich sehe nichts. Doch, jetzt ist er da. Das ist eine Serie. Der sich den Wolf tanzt? Nein. Was war das? Der sich den Wolf tanzt. Der sich den Wolf tanzt. Haben Sie es nicht verstanden? Ich mach's nochmal. Es sind zwei Charaktere, ja? Ach so, aber, zwei? Aber eigentlich drei. Also nochmal. Charakter 1. Charakter 1. Macht es. Charlie? Nein, Charakter 2. Flipper? Charakter 3. Der Klöckner von Notre Dame. Das war doch nur echt total einfach. Nee. Augsburger Puppenkiste, ja! Augsburger Schinn, Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich habe gesagt, die Augsburger Puppenkiste. Ehrlich? Ja, das ist ja nicht der Name einer Fernsehserie. Ne? Gut. Das ist aber auch keine Serie. Aber im Prinzip erraten. Dankeschön, Frau Jakob. Wollen Sie oder soll ich? Ja, ja. Ich bringe es lieber hinter mich. Ich bin total außer Atem jetzt. Ja, aber war eine schöne Vorstellung. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. Okay? Mach du schon. Bakteri! Dschungelbuch! Ich habe mein Mikro verloren. Moment. Das scheint eine von den neueren Serien zu sein. Irgendwas mit dem Affen, oder? Nee, das war mehr so ein Truthahn. Ich glaube, die Serie heißt, die sich am Popo kraulen lässt. Das war schön. Professor Schimmel oder so. Ein Platz für Tiere. Heinz Sielmann. Ein Platz für Hunde. Für alle Fälle, oder wie die Serie heißt. Unser Freund Charlie. Die Vögel. Das Tier kenne ich nicht. Das scheint. Alle meine Tiere. Ja, da hätte man natürlich alle meine Gustav Knut und Tilly Lounge stand. Ich habe zwei. Hätte man drauf kommen können. Ich nehme mal lieber das andere. Wie hieß denn der Herr, der mir das Mikro wieder reingetan hat? Es ist schon wieder raus. Und darf ich helfen? Götz, das kann ich nicht. Diese Moment, das mal, ich muss nicht. Hier ein bisschen, ich habe gerade zu tun. Ja? Tiefer. Das ist tiefer. Nee, es hält, Frau Jakob. Bewahren Sie Kontenance. Nee. So. Fängt das schon an? Bell für Gore. Ich will das nicht. Noch was mit Tieren. Hinten hat es einen Schwanz. Was für ein Ding? Skippy, das Buschkänguru. Flipper, Rintintin, Fury. Ja! Ah. Das ist das Problem. Machen wir noch einen? Nein, wir haben leider keine Zeit mehr. War ein sehr schönes Spiel. Ne? Ja. Wie fanden Sie Frau Jakob, meine Damen und Herren? Wir haben das Spiel gemacht, weil Sie sagen, Sie hassen 80% der
Serien im deutschen Fernsehen oder im Fernsehen überhaupt? Warum? Ja, es ist besser geworden, muss ich sagen. Also sie haben, es ist wirklich ein paar Sachen dazugekommen, die mir jetzt ausgesprochen gut gefallen. Wollen Sie Namen nennen? Ja, also Edel und Stark zum Beispiel finde ich klasse, ja. Und dann auch Despina Papayou, also diese beiden Kommissarinnen, FK Kölsch finde ich klasse, und die Jungs. Alles Sat.1, oder? Nee. Ach nicht? Despina nicht. Und aber da sind schon einige Serien dabei, die mir echt gut gefallen. Aber was ich nicht ausstehen kann, sind zum Beispiel so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, wie mich jetzt da alles auf die Füße trete, ist mir auch egal. Aber ist natürlich klar, dass wir auch nicht zur Zielgruppe gehören. Ich gehöre zu überhaupt keiner Zielgruppe mehr. Das Gefühl habe ich auch manchmal. Ich bin zu früher alt. Früher gab es wenigstens noch Mosaik. Aktuelles aus dem Saar. Kennen Sie? Wurde das nicht von Fides Krause-Brewer moderiert? Ja, nein, aber ich meine, man gehört plötzlich so zu so einem Zwischending. Ja? Man ist jetzt zu alt, um da noch in diese Sparte zu fallen, wo man... wo der Sender sagt, da gehören Sie hin, da sind ja nur zwischen 30 und 40 hier gefragt, aber man ist noch nicht alt genug, um dann die Mütter von denen zu spielen. Ja. Aber Sie haben nur eine super Serie mit dem Bölli von Tölz, mit dem Bullen von Tölz. Dem Bölli von Tölz. Bölli ist auch gut. Nicht schlecht. Ja, sicher, aber ich meine, die Frage ist, normalerweise sind wir ja alle drei viel zu alt, ne, für den Sender. Eigentlich gehören wir da gar nicht hin. Wir sind nicht das. Aber es läuft doch, es funktioniert. Ja, es läuft wunderbar. Aber wir sind eigentlich, das sind wir nicht, wir gehen nicht auf das Zielpublikum, was die eigentlich hätten. Wollen, stimmt es, dass sie mal in Otti Fischer verknallt war? Ja. Und wie war das? Das ist vor. Das weiß ich jetzt nicht. Ach, nee, aber. Aber es kam ja nicht dazu. Sah der anders aus damals? Ja. Ja, nicht so viel. Geringfügig. Da war er noch richtig dick damals, ne? Geringfügig. Was war an dem so klasse? Der war einfach unheimlich schnell, intelligent. Ich finde ja, Intelligenz macht schön. Mhm. Ja, also so intelligente, tolle Männer, das hat mir damals unheimlich gut gefallen. Und, erkennen Sie da heute noch was wieder, wenn Sie ihn angucken? Wie also, gesagt, so genau hatten wir nichts miteinander zu tun. Eben. Ja, aber so als Typ hat er ihnen doch auch gefallen. Das ist doch wie in der Serie. Man weiß ja auch nie, ob die in der Serie jetzt oder nicht. Das, so richtig weiß man das nicht. Also, sie essen ja ständig bei Ottis Mutter mit am Tisch. Das ist überhaupt kein Thema. Also, vorgestellt wurden sie bereits zu Hause. Und mein Hase und so, das kommt auch immer ganz schön so daher. Ja, aber mein Hase muss ich mal aufklären, weil wir immer das gesagt bekommen. Ottfried und ich, wir haben vor 20 Jahren einen Sketch gespielt bei Mike Krüger. Und da lag ich im Bett und habe zu ihm gesagt, komm zu mir, mein Häschen. Und er stand in einem Hasenkostüm vor mir. Das sah bestimmt super aus. Und deswegen, daher kommt dieser Spitzname, mein Hase. Mhm. Es sah super aus, ja. Mhm. Die Entdeckung des lange verschollenen Hasensauriers. Meine Damen und Herren, so gerne ich über dieses Thema noch stundenlang sprechen würde, wir werden unaufhaltsam vorangepeitscht von unserem Regieassistenten, der gerade eine Pappe hochhält, auf der das nächste Thema steht. Und dieses Thema ist etwas, auf das wir alle uns freuen, bietet es doch unserem reizenden Gast die Chance, mit Intelligenz zu brillieren, damit nicht nur intelligente Männer hier im Studio sitzen. Meine Damen und Herren, es ist unser Zimmer frei. Das kam heute wieder mal sehr latschig von Ihnen. Bitte ein bisschen mehr Zug in der Sache. Das Zimmer frei! Und zwar handelt es sich dabei um ein lebendes Bild, das wir unserem Gast vorfinden. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr sitzt in 2 Stunden immer noch hier. Alles klar, hier ist das Zimmer frei, Bilderrätsel. War es das schon? Nein, hätte sie holen sollen, aber er hat es vergessen. Ach so. Ich hätte das machen sollen. Jetzt geht's los. Ich wollte schon sagen. Ah, das ist es jetzt. Ja, das ist es jetzt. Okay. Das ist nicht fertig. Dann machen wir weiter. Aber wie fängt das denn wieder? Nicht sowas. Nein, nein. Das hat schon mit dem zu tun, was man sieht. Was versucht er da? Was sehen wir? Politesse? Nein. Mein Gott, ich kann nicht hingucken. Was,
Was sehen wir denn? Ganz, was sehen wir? Ganz einfach. Eine Parkuhr. Ah, sehr gut. Was versucht ich bin zu blöd dafür. Nein, nein. Na, ich denke völlig geradlinig. Ja, ich komme mal zu Ihnen. Das ist wirklich überhaupt kein. Das ist wie beim Arzt. Das ist ja eklig. Ganz, deswegen sitze ich ja hier. So. Also, wir sehen eine Parkuhr. Sehr gut. Was hat diese Parkuhr für eine Funktion? Die wir da sehen. Ihn zum Stolpern zu bringen. Na, also was versucht er? Er versucht doch etwas. Da drüber zu kommen. Sehr gut. Folglich stellt die Parkuhr etwas dar. Ein Hindernis. Ja. Was ist das also für eine Parkuhr? Ich bin völlig bescheuert. Nein. Ich bin eine Frau. Ja, es ist eine Parkuhr und sie stellt ein Hindernis dar. Was für eine Parkuhr ist das? Ist es eine Kokosnussparkuhr oder eine Fahrradparkuhr? Nein, es ist, Sie haben es schon gesagt, es ist eine Hindernisparkuhr. So, und wie spricht man das etwas anders aus? Anders betonen nur und schon haben wir das Lösungswort. Wenn Sie mal an Ihr Hobby denken, oder haben Sie das Wort? Eines Ihrer zahlreichen Hobbys. Ja. Das müssen wir Bringen Sie es zum Parcours. Ein Hindernisparcours. Ja! Das war doch ganz einfach. Das geht doch. Hat jetzt was alles gegeben, danke. Danke. Ein Hindernis. Katharina Jakob hat diese sehr, sehr knifflige Frage in 0, nichts gelöst. Und als kleine Anerkennung dafür gibt es diese berühmte CD Zimmerfrei 2 mit den musikalischen Highlights der ersten 100 Jahre Zimmerfrei. Viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Toi, toi, danke. Toi. Katharina Jakob, meine Damen und Herren. Das Spiel ist vorbei. Kommen Sie mit mir aufs Zimmer hoch? Ja. Ach du meine Güte, was ist das denn? Das müssten Sie eigentlich kennen. Ist ungefähr ich 8 Jahre im Puff. Ach du meine Güte. Erinnert Sie das jetzt an was? Oh ja, ganz schrecklich. Kommen Sie hier hin. Warum war es schrecklich? Es war Ihre eigene Hochzeit. Ja, aber wir mussten beide aufs Klo. Hinterher oder dabei? Nein, oder? Es sieht übrigens fast genauso aus. Also wir haben in Las Vegas geheiratet, weil wir dachten, es ist ein Witz. Und wir hatten uns vorher so dermaßen gestritten, dass ich eigentlich schon wieder gehen wollte. Ja. Und dann hat er aber gesagt, das Ding ist bezahlt und das ziehen wir jetzt durch. Das war ein schlagendes Argument. Wir hatten die mittlere Hochzeit genommen für 750 Dollar. Da war, ja, ne, ah ja. Was war denn alles da drin? War dann ein Blumenstrauß dabei, diese gruseligen Fotos, wo man dann immer ausschaut wie Ava Gardner. Und so ein Strumpfband, mit dem man nichts anfangen konnte. Ich hatte schwarz, die Braut trug schwarz und mein Mann musste so dermaßen schiffen, als der den fragte, was möchten Sie für eine Musik haben, hat der gesagt, urgent, urgent. Und das haben die auch gespielt. Wir waren so dermaßen schnell da wieder raus, weil wir sind beide auf die Toiletten gefetzt, wie die Bekloppten. Und das Schlimme war, dieser Richter, der da vor uns stand, der sprach dann vor und dann sagte er, you want to, also wollen Sie mit ihm ewig zusammenbleiben in, was hat er gesagt? Good and bad. Ja, nee, good and bad und dann im richness. Und also ich habe verstanden, er sagte irgendwas anderes. Und ich habe gesagt, richness und healthy oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, nee, genau das Gegenteil. Ich sage, ja, dann nicht. Dann müssen wir noch mal drüber diskutieren. Dann hat er gesagt, wir können nicht so lange diskutieren, weil ich aufs Klo muss. Tja, da waren wir plötzlich verheiratet. Ist ja auch nicht gut gegangen. Nee, ich war genau 6 Monate verheiratet. Also ich war ja länger mit ihm zusammen und da kam eine feindliche Übernahme. Schön. Oh, das, darf ich mir das merken? Ja, bitte. Eine feindliche Übernahme, das ist leider sehr schön. Haben Sie denn gedacht, es könnte länger halten? Ja, ich dachte eigentlich fürs Leben. Mhm. Aber das war ein Fehltrug, also es war ein Trugschluss. Es hat nicht gehalten, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja jetzt dann was Neueres kennengelernt. Nicht Neueres, oh Gott. Besseres? Ja, naja, auch nicht besser, anders, ne? Anders halt. Glauben Sie denn, dass es da hält? Ja, das muss halten. Warum? Weil Sie kriegen keinen mehr ab, oder ja, was ist das Problem? Ja, ab einem gewissen Alter. Nein, das sagt sie, denkt sie doch wahrscheinlich. Oder? Nein, nicht, dass ich einen nicht mehr abkriege, aber das ist so, ich bin auch zu, ich will nicht mehr diese Werbung durchstehen müssen, ja? Mhm. Also das ist immer das Gleiche und dann, wie sagt meine Mutter immer, und was dann kommt, wissen wir auch, dieselbe dämliche Bewegung 10 Minuten. Ich meine, wenn es reicht. Aber das bringt ja nichts, ja? Also ich meine, ich bin jetzt sehr glücklich, da wo ich bin.
Das obwohl sie wunderbar. Eigentlich glauben, dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen. Sie passen grundsätzlich nicht zusammen. Aber warum denn nicht? Das geht nicht. Wir werden den Mann nie begreifen und er uns nicht. Also ich finde schon, dass ich meinen Mann begreife. Ehrlich? Ja. Gratuliere. Ja, ich habe auch lange gewartet. Aber das hab, ich meine, ich war mir auch nicht so sicher, ob ich es jemals begreifen würde. Aber ich war mir dann sicher. Echt? Ja. Ja, ich bin mir jetzt auch sicher. Begreifen ja. tue ich ihn trotzdem nicht. Ja. Sie haben ja die ich noch nicht verstanden habe, die Theorie von dem Uga-Uga-Männchen. Ja. Ja. Gilt die noch? Die gilt eigentlich noch, ja. Also, dass wir Frauen tief in unsere Gehirnrinde seit tausenden von Jahren, eben früher war das eben das starke Männchen. Mhm. Man hat sich den Stärksten aus der Gruppe rausgesucht, ja, also was heißt, oder er hat eben das best zu begattenste Weibchen rausgesucht. Mhm. Und diese Uga-Uga-Männchen, ich nenne sie Uga-Uga-Männchen, also dieser Wunsch der Frau, einfach, dass einer nicht lange drum rumlabert, aber es soll jetzt bitte keiner bei mir tun, ja, ist keine Aufforderung, sondern das Weibchen nimmt, in die Höhle schleift und, ja, also das, ja? das ist ja, und nicht viel dabei redet. Ja, aber hinterher könnte man doch was reden. Da soll er doch bitte nach Hause gehen. Dann hat er ja seine Arbeit gemacht. Aber da wird es doch gerade spannend, wenn man dann... Ja, aber dafür nehme ich einen anderen. Ah ja, aber mit dem könnte man auch Uga-Uga machen. Ja, wenn er aber ein Uga-Uga-Männchen ist, dann redet er nicht. Ah ja. Dann ist er ja nur der... Ja, ja. Die Kombination wäre ja ein entsprechendes Uga-Uga-Männchen. Wäre super. Ja. Den gibt es aber ganz selten. Gar nicht. Götzi, bist du ein Uga-Uga-Männchen? Vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, dann gehen Sie mal vor, bitte. Danke Ihnen. Bitte. Also ich begreife, man kann doch beides haben. Man kann doch mit jemandem toll reden und gut auskommen und lachen und trotzdem guten Sex haben. Das geht, ja. Ja, ja. Ich ja, aber Sie glauben doch nicht dran. Ist offen. Ist offen. Wenn Sie sich nicht hallo. Ja, aber vielleicht geht's ja doch noch. Aber ein schönes Büßchen. Dankeschön. Mit per Woll gewaschen, ja? Ja, das ist einer Wolke nachempfunden. Also. Gummibärchen. Nee, Leute, ich hab... Nee. Nee, ich bin vor Probleme am Strotzen im Moment. Wirklich wahr jetzt. Ich sage euch, ich gehe direkt auf das Thema drauf, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Es handelt sich um Folgendes, Leute. Ich habe, ja, wie soll ich das nennen? Ich habe ein Verbrechen begangen. Nee, Sie werden gleich auch sagen. Pass auf, trug sich folgendermaßen zu. Vorgestern, wann verjährt ein Verbrechen? Welches? Komme ich gleich zu. Jetzt generell. Ja, Mord nie. Nee, ich habe davon abgesehen, jemanden umzubringen. Nein. Ich habe vorgestern, ich schilder das mal und, ach komm. Ich habe... Vorgestern, das ist jetzt angekommen überall, ja, ja. Ne? Vorgestern ja. war ich beim Drogeriemarkt eingekauft. Da war noch alles ganz normal. Ich gehe nach Hause, packe der ganze Kram aus, auch noch normal. Und jetzt passt er auf. Ich packe aus, habe ich auf einmal eine Nagelfeile am Auspacken, die ich gar nicht gekauft habe. So. Ich überlege, und dann fiel mir ein, ich habe beim Einkaufen gemerkt, da war was, ich hatte was in der Hand und habe, du weißt ja, wie rum du stehst, du weißt ja manchmal, nicht, hast du es jetzt in das Regal oder in den Wagen rein. Es kommt ja auch darauf an, rechts und links auch schon mal verwechseln. Egal, ist passiert, ich habe dieses Ding zu Hause, ich habe auf einen Bon nachgeguckt, da steht es nicht drauf. Da habe ich da gestanden, habe gesagt, Annemie, du hast Diebesgut im Haus. Ist, ja, man muss ja auch ehrlich mit sich selber sein, sonst bist du direkt. So, jetzt habe ich gesagt, was mache ich,
und das war noch nicht schlimm genug. Ich habe mich total reingeritten, Leute. Ich habe dann, gestern war meine Freundin Inge, sie gucken schon, sie möchten mit mir nichts zu tun haben, ne? Wahrscheinlich. Die Inge gestern, meine Freundin, habe ich mittlere Reife mitgemacht. Also wirklich, meine wirklich beste Freundin. Wir kennen uns unheimlich gut und unheimlich lange und jetzt habe ich, habe was gemacht. Ich habe, die war bei mir, dann habe ich das Gespräch auf Körperpflege gebracht. Sie ihr gegeben? Klasse. Das ist eine gute Lösung. Das ist doch eine geile Lösung. Nee, wacht. Ja, hör mal, Leute. Ich sag zu ihr, hör mal, möchtest du eine funkelnagelneue, sehr gute Feile haben? Sie sich richtig am Freuen. Ja, für die Handtasche habe ich die immer bei mir. Und im ersten Moment bist du erleichtert. Problem gelöst, du hast das aus dem Haus. So. Und wie die raus war, habe ich gedacht, so. Und jetzt geht die morgen am DM, dann piepst die, wenn die reingeht. Ja, aber es hat ja auch nicht gepiepst beim Rausgehen. Ne, das stimmt. Ich bin allerdings immer so schnell unterwegs. Das kann sein, dass die mich jetzt noch am Suchen sind. Ich war heute um die Ecke bei der Polizeiwache, war ich einmal Fahndungsfotos gucken. Einmal ganz schnell brrr, alle durchgeguckt, war ich noch nicht dabei. Bagatellschaden. Ja, würde ich auch sagen. Für die Drogerie. 2,55. Ja. 2,55 €. Ja, kein Thema. Jahr. Obwohl, das Geld wird knapper. Bagatelle. Ich weiß ja, also wo Geld jetzt überall das Thema ist. Ich kann das ja jetzt auch nicht dem Helmut in die Schuhe schieben. Das ist ja ein Hund. Der hat ja keine Schuhe an. Der läuft ja barfuß. Ja. Kannst du auch nichts mitmachen. Und ich habe in der Inge, hör mal, jetzt... Pass mal auf. Hab Hehlerei ich jetzt eigentlich... allerdings. Ja. Hehlerei. Nee, der hätte sich ja verkaufen müssen. Hehlerei ist ja verkaufen. Nee, ich habe es verschenkt. Ich habe es der Inge geschenkt. Ich würde ja der Inge jetzt nicht 2,55 € abnehmen für die. Ich würde 2 € würde ich maximal nehmen. Mit Mehrwertsteuer. Ja, bist du wieder inklusive. Na gut, ja. Habe ich jetzt eigentlich in der Inge eine Mitwisserin, ohne dass die was weiß? Nein. Man frecht sich Sachen. Wenn du einmal kriminell geworden bist, ich habe jetzt auch Angst, dass dann das weitergeht. Dann wird aber der zweite Schritt ganz leicht. Mhm. Ja, eben, da habe ich Angst vor. Ich habe Angst, dass ich demnächst von mir aus, ja, dass mich das anspornt, zu sagen, komm, den Teppich kannst du auch mal eben. Einmal auf die schiefe Bahn geraten. Ja, weißt du, du stehst in einem Möbelhaus und denkst, hör mal, die Nagelfalle, das war doch so einfach. Ja. Warum nicht auch das Sofa? Merkt doch keiner mit dem Sessel. Ganz genau. 2 Sitzer, 3 Sitzer ist zu groß. Ja, ja, das stimmt. Ne? Aber so der normale Barhocker geht immer. Ihr seid so gelassen, Leute. Euch kratzt das Nagelfallen zu Hause. Geklaut alle? Das muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch nie getraut. Hast du noch nie überlegt, ob du eine Nagelfeile bezahlt hast oder ob du die einfach... Nee, aber so Iris Berma hat zugegeben, dass sie früher immer geklaut hat. Ehrlich? Wie gesagt, als Kind wäre sie ganz toll gewesen im Klauen. Ja. Ja, jetzt bitte. Haben wir die am Sack. Ja, das war ein Anruf bei der Zeitung. Die klaut. Die hat das ja offiziell zugegeben. Mein Name tut nichts zur Sache, die Frau Berma. Verjährt. Ich muss sie mindestens 1 Jahr warten, jetzt, bis das verjährt ist. Ne? Ja. Und da kann man wieder klauen. Und wir schweigen, das steht fest. Ja, ja. Und Sie auch, okay? Ihr müsst wirklich dicht halten, Leute. Und auch wenn ihr merkt, es lungert einer um, wenn der Zimmer kriegst und du merkst, hier lungert einer am Haus rum, irgendwie wurde sagt, habe ich noch nie gesehen, sagst du mir bitte schnell Bescheid, dann bleibe ich drin, ich komme dann nicht raus. Wir hätten noch ein paar Austern. Was? Ach, für umzubringen, dass mich gar keiner mehr lebendig erwischt? Austern. Oder was? Nee, nee. Nein, falls man noch ein bisschen was essen möchte, da drüben steht noch was. Also jetzt Henkersmahlzeit, oder was? Ja, so zum Nervenberuhigen. Das letzte Mal. Dankeschön, Frau Jakob. Also, das letzte Mal. Es war nicht so schlimm. Kein Problem. Na, obwohl.
Ja, du bist jetzt wieder, du säst wieder unruhe. Nein, also ich muss sagen, das war nicht so schlimm. Ich komme gleich, ihr unterhaltet euch zu Ende. Ich komme gleich einfach ein paar schöne Stuhlentspannungsübungen, dann läuft die Sache. Das ist aber auch schön hier. Schön, ja, das haben Sie von Helmut geklaut. Kurt aus Stadtmals, Annemie Hülschlag, meine Damen und Herren. So, Marnes Meckenstock. Marnes Meckenstock hat zwei sehr gute Freunde von Katharina Jakob. Bis jetzt gute Freunde. Bis jetzt gute Freunde getroffen. Der eine streicht schon mein Garagentor. Vor lauter schlechtem Gewissen. Um die Weite von Katharinas Herzen zu erfassen, müssten wir eigentlich nach Kanada düsen. Und so bleibt uns bloß Oberbayern. Aber hier treffen wir nun zwei ihr sehr seelenverwandte Menschen. Das ist Geli Nachtmann und sie ist Freundin und sonstige Weggefährtin von Katharina, kann man das so sagen? Begleiterin, ja. Begleiterin. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Durch die Gallensteine der Ellen Schwiers. Das sollten Sie uns ein bisschen näher ausführen. Die Ellen Schwiers war im Krankenhaus und zum damaligen Zeitpunkt hat die Katharina am Platz für ihre damals 5 Pferde gesagt. Und der letzte Gedanke vor der OP war, die Pferde müssen unterbracht werden. Und da hat die Anästhesistin gefragt, ob sie ja was wüsste. Ja, ja, und es war dann so, dass die Anästhesistin ihr Pferd auch bei uns hat. Wie würden Sie Katharina beschreiben? Dynamisch, impulsiv, mitfühlend, manchmal etwas hysterisch und zickig, eben wie die Seschi. Ah, also sehen Sie es ja. Dann möchte ich euch noch Thorsten Helbig vorstellen. Sie sind der Adoptiv- oder Halbbruder oder was war es? Das sind ganz verworrene Verhältnisse. Beinahe wäre ich adoptiert worden. Aber es ist dann nicht so weit gekommen. Aber Sie kennen Katharina seit Kindheitstagen. Seit Kindheitstagen, ja. Genau. Wie würden Sie sie denn beschreiben? Ich würde mal sagen, es ist ein Mensch mit allen Schwächen und allen Bosheiten, die man haben kann. Sie ist ein bisschen diabolisch. Es war schon mit 5 Jahren so. Nicht? Ich war ja immer krank und immer ganz bescheiden und ruhig und ängstlich. Und wir haben gespielt, immer nur wir zwei. Dann kam also aus der Nachbarschaft so ein Junge, weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf. Ja. Unter dem Siegel des Verschiedenheit dürfen Sie das. Er sagt, du, kann ich mitspielen? Katharina schaut mich an, soll man? Mit 5 Jahren. Klar, warum nicht? Dann haben wir ihn mitspielen lassen. Aber zuerst hat sie gesagt, mach so eine Mutprobe. Das war schon um 4 Uhr Nachmittag, glaube ich. Und der Bauer damals, wo wir gespielt haben, hatte einen Hühnerstall, da war der Fuchs drin, waren keine Hühner mehr da. Und er hat gesagt, da gehst du rein, mindestens eine Stunde. Keinen Ton. Sonst bringen wir dich um. Das hat sie gesagt. Dann kam die Polizei. Ja, so und haben sie uns aus dem Bett geholt. Und wieso? War der Fuchs mit Tollwut infiziert, oder? Nein, aber die haben ja der Junge, ich sag den Namen nicht, der war immer noch im Stall. Ja, wir haben vergessen. Katharina, macht man denn sowas? Ja, dann haben wir am nächsten Tag einen rausgelassen. Der hat heute noch nichts gesagt. Können Sie sich diese Durchgeknallte denn als Mitglied einer Wohngemeinschaft vorstellen? Also sage ich das klare Nein, denn ich glaube sogar, ihre Männer, die halten sie auch nicht bei ihr aus. Ja? Auch die Tochter ist ausgewandert, also der Hund, ja. Ne? Aber der bekommt auch was zu fressen. Ja, eben. Ne, nee, nee, das packt die nicht. Herzlichen Dank, Thorsten. Guckt sie sie überhaupt noch an jetzt? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich hab Scheu. Schauen schon die ganze Zeit, ob sie da ist. Dann verstecken wir uns. Oh, oh, oh. Ich fand das sehr lustig, eine Anekdote. Bitte behalten Sie Platz. Nein, das war verjährtlich. Das war verjährtlich, Frau Kommissarin. Ich gehe jetzt. Das verjährt nicht. Kidnapping verjährt nicht. Ja, nun, aber warum wird er den Namen nicht nennen? Ist das heute ein bekannter bayerischer Würdenträger? Nein, das nicht. Nein. Thorsten. Wenn ich nach Hause komme. Aber der streicht doch schon das Gartentor jetzt, ist doch schon. Jetzt weiß ich auch warum. Hat das nie jemand das war so, erfahren? Der war so immer dabei, aß immer mit, spielte immer mit und jetzt dankt er der Familie so. Das ist fies. Ja, nee, ich glaube, der meint das aber herzlich. Was ich irre finde, dass der Kleine, den ihr da eingesperrt habt, dass der nichts gesagt hat, weil der immer noch mitspielen wollte.
Der hält heute immer noch die Schnauze. Was ist denn aus dem geworden? Ist immer noch mein Nachbar. Aber immer wenn er an unserem Haus vorbeigeht, legt er einen Zahn zu. Ja, aber ihr spielt nicht mehr zusammen, oder? Nein, er hat sich einen dicken, fetten Schäferhund angeschafft. Durftet ihr den nach der Aktion dann mitspielen? Oder nee. Also nachdem ihr den aus dem Hühnerstall rausgeht? Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht, dass du mitspielst. Wenn du mitspielen willst, musst du eine Mutprobe machen. Hat er doch gemacht, der arme Kerl. Ja, aber unfreiwillig. Sie sind ja, echt Moment, brutal. Alter, das ist ja wirklich diabolisch, was hier zutage ist. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn echt vergessen. Ja. Ich gebe es echt zu, der war so still. Hat ihn, der hätte ja mal brüllen können. Ja, ja, dann hätte er ja nicht mehr mitspielen dürfen. Ja, aber wir hatten, glaube ich, viel mehr Angst in dem Moment vor der Dresche unserer Eltern, dass wir gesagt haben, wenn du was sagst, bist du tot. Der hat uns das auch geglaubt. Ja. Dass wir so wie sie gucken, glaube ich vorstellen. Das auch. Dresche haben sie Dresche von ihren Eltern gekriegt? Ja, also bei dem Teil hätte ich garantiert Dresche gekriegt, das weiß ich. Aber ist ja geheim geblieben, hat er nichts gesagt. Also Sie müssen dem doch mit Lutschern und Bonbons überschüttet haben, dass er nichts gesagt Nein, hat. Nein, es reichte ein Wort, du bist tot. Sie sagen ja von sich selbst, dass Sie unglaublich hysterisch sind, dass Sie eine Tretmine sind, dass Sie ich ausrasten können, dass kann es ausrasten, ja. Ich kann richtig aus. Es dauert unheimlich lange. Ich bin irrsinnig langmütig. Aber wenn dann dieser kleine Punkt überschritten ist, säumen Leichen meinen Weg. Ja. Oder Computer. Sie haben mal einen Computer aus dem Fenster gehauen. Oder was haben Sie damit gemacht? Den ersten. Ach, mehrere. Da habe ich dann einen Hammer gesucht. Eine halbe Stunde. Das haben ja alle zugeguckt. Und dann wirklich gesucht. Ich war ganz ruhig. Und dann bin ich ins Büro und habe ausgeholt. Haben die gesagt, das machst du nicht wirklich. Bum, 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 bum. So, der zweite. Computer. Das waren, ja. Was haben Sie was gegen Computer gehabt? Nein, weil der nicht ging. Ah ja. Ist doch klar. Und, ist doch klar. Und der zweite war ein Laptop und den habe ich vors Auto gelegt. Bin ich zweimal drüber gefahren? Das kann ich aber verstehen. Ja, ne? Ja. Und der dritte, jetzt, den hat jetzt mein Mann gekauft und der steht dann immer wenn ich den anschalte, kommt so ein Hammer, der sagt, tu mir nichts, ich bin teuer, ich bin teuer, ich bin teuer. Also mit dem Laptop, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch mal dieses wunderbare Geräusch, wenn da... Das ist geil. Ne? Auch Handys sind meine Todfeinde. Ehrlich? Und dann? Ja. Wenn die da nicht gehen plötzlich. Ja. Ja? Oh. Sie können ja auch gewalttätig werden. Sie haben unheimlich viel Kraft in den Oberarmen, oder? Immer noch? Sie war mal Kugelstoßerin. Was? Ehrlich? So wie deine Schwester? Ja. Das ist eine Beleidigung Liesel gewesen. Westerau? Oh, die war Diskuswerferin, Mann. Also mein Gott, das wird nicht spitzfindig. Doch, Diskus ist was anderes als eine Kugel. Ja. Also mein lieber Kokoschinski, das sind aber... Ja, ne? Das ist ja bei mir die Oberschenkel, das ist ja unglaublich. Meine Herren, hätte das gedacht? So, und weil Kraft, Stärke, Kunst, Können, Brutalität, mithin die ganze Palette menschlicher Ausdrucksfähigkeit von unserem Gast Katharina Jakob ausgehen, werden wir jetzt zusammen musizieren. Katharina Jakob hat ein Kabarettprogramm und singt in demselben auch Montaten. Und eine davon will sie uns jetzt preisgeben. Muss ich preisgeben? Muss sie preisgeben. Und ich begleite sie hierfür auf dem beliebten Heimwehkompressor. Und es ist das Lied von Lenchen. Können wir uns auf die Tonlage noch vorher einigen? Ja, natürlich. Und Christine wird uns, wie sich das geziemt, die Moritatentafeln präsentieren. Die Tonleiter, Tonart, die... Ich empfehle es diese. Brauchen Sie das? Glaube ich nicht. Wann? Jetzt? Ja, mir ist egal. Okay, ich jetzt. Hab Zeit. Ja? Ja. Hopp! Eins, zwei, drei. Komm an! Lenchen, das ist wieder völlig falsch. Lenchen, nein, das ist falsche Tonart. Lenchen ging einmal spazieren in den Wald hinein. Kam schön Heinrich zu verführen, unser Lenchen fein. Nein, 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 ach nein, von einmal kann's nicht sein. Ja, 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 ach ja, es ist traurig, aber wahr. Das hören wir gleich von Ihnen, meine Damen und Herren. Mutter, er hat mich verführet, er ist schuld daran. Und in 8¾ Monat werd ich Mutter sein. Nein, 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 ach nein, von
war. Und nach 8¾ Monat klopft es an der Tür. Und ein blond gelockter Jüngling bat um Nachtquartier. Nein, 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 ach nein, von einmal kann's nicht sein. Ja, 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 ach ja, es ist traurig, aber wahr. Wo ist Lenchen mein, fein Lenchen, meine süße Braut? Und mein liebes kleines Söhnchen, das ich hab gebaut. Nein, 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 ach nein, von einmal kann's nicht sein. Ich höre nichts. Ja, 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 ach ja, es ist traurig, aber wahr. Als der blond gelockte Jüngling in die Stube trat, da lag Lenchen und sein Söhnchen auf der Totenbahr. Nein, 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 ach nein, von einmal kann's nicht sein. Ja, 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 ach ja, es ist traurig, aber wahr. Drum, ihr Mädels, lasst euch raten, traut den Männern nicht. Na, na, na. Denn sie wollen euch nur verführen. Was anderes wollen sie nicht. Uga, uga! Ja! Ja, ja, ja! Ach ja! Es ist traurig, aber wahr. Ah, herrlich. Katharina Jakob. Und wir machen ganz schnell die ultimative Lobhudelei für Katharina Jakob. Und das macht ihre Tante, Andrea Schwier. Angeheiratet. Die Lobhudelei von Katharina Jakob macht keine geringere als ihre Tante Andrea Schwiers. Und wir schreiten nun mit ihr durch den Garten. Sie haben genau eine Minute Zeit, nur lobenswerte Worte über ihre Nichte zu finden. Los! Katharina hat ja viele Facetten. Sie ist ein sehr sensibler, warmer, herzlicher und außerordentlich großzügiger Mensch. Sehr naturverbunden, sportlich, abenteuerlustig und unerschrocken. Man kann mit ihr durch einsame kanadische Wälder streifen, sich auf Wildwasserfahrten begeben, über Wald und Wiesen reiten, in Unterwasserwelten eintauchen oder mit ihr in die Lüfte steigen. Sie findet sich einfach in allen Lebenslagen zurecht. Kurzum, man kann mit ihr Pferde stehlen. Wenn Menschen oder Tiere in ihrer Umgebung in Not geraten und Hilfe brauchen, setzt sie sofort spontan all ihre Mittel ein. Katharina besitzt eine riesige Portion Humor und man kann irre viel Spaß mit ihr haben. Sie ist ein Mensch, der leuchtet. Mit ihr eine Wohngemeinschaft einzugehen bedeutet eins ganz sicher nicht: Langeweile. Gut, also vergnügliche Kurzweil mit Katharina Jakob. Herzlichen Dank an die Tante Andrea Schwier und viel Erfolg bei der Abstimmung. Danke. Tschüss. Danke. Genau, diese Abstimmung, meine Damen und Herren. Gott sei Dank. Jetzt. Bitte hoch mit den Karten. Rot für Nein, Grün für Ja. Ich bin sicher, wir sehen ein Meer grüner Karten. Und genau diese Weissagung ist wahr geworden. 1, 2, 3, 4 rote und 98 Milliarden grüne Karten. Das bedeutet, Katharina Jakob darf bei uns eigentlich. Meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank. Sie waren ein wundervolles Publikum. Christine, du warst großartig wie immer. Ich war mit mir auch zufrieden. Und gemeinsam danken wir Katharina Jakob. Glad to know that they're so good.